Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Warcraft, und zwar das Zwergenstadtgebiet. Ja, in der letzten Folge sind wir hier gestartet mit meiner kleinen Yvain. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich für die Klasse Jäger entschieden, für dieses Anfangsgebiet. An meiner Seite heute mein Freund Magni, mein Bär. Und ihr wisst ja, ich muss immer ein Haustier draußen haben, mein Schnuffel. Den kleinen gab es, lasst mich kurz überlegen, in der Collectors Edition von MOP war der, glaube ich, mit dabei. Ja, sehr, sehr süßes kleines Kerlchen. Wir haben jetzt noch 3 Quests offen, wenn ich richtig sehe. Ah, das Leben eines Jägers erreicht Stufe 3, um zuverlässiger Schuss zu erlernen. Wir sind momentan Stufe 2. Dann das Wichtigste zuerst. Wir brauchen Bier. Und Artefakte der Zwerge. 5 Artefakte sammeln. Da vorne sehe ich es schon leuchten, aber das ist ein Bierfässchen. Aber nicht tragisch, den brauchen wir ja auch hier. Den Gnomenbräu. Und da vorne leuchtet schon wieder ein Artefakt. Wunderbar. Ja, wenn ihr meine anderen Rollenspiele auch verfolgt, wisst ihr es ja, ich war jetzt über eine Woche richtig krank gewesen. Ich habe nur im Bett gelegen, hatte teilweise sehr hohes Fieber auch gehabt. Deswegen kamen da so gar keine Folgen auf meinem Kanal, eben auch hier nicht von World of Warcraft. Aber mittlerweile geht es mir wieder ganz gut und deswegen geht es hier auch nochmal weiter. Ich hatte ja schon angekündigt... Oh, der macht einen Haustierkampf. Ich hatte ja schon angekündigt, dass dieses Zwergenstadtgebiet etwas kürzer ausfallen wird. Denn ich habe euch ja schon das Gnomstadtgebiet gezeigt und habe damit schon ganz Dunmorok gemacht. Deswegen machen wir hier im Zwergenstadtgebiet wirklich nur hier dieses Eisklammtal. Alles andere würde sich ja dann wiederholen. Aber hier haben wir ja noch einiges zu tun. Ich wundere mich gerade, dass hier gar nichts mehr leuchtet. Weil mir nur dieser Bereich hier angezeigt wird. Da vorne ist noch ein Fässchen. Naja, was heißt ein Fässchen? Das ist ein ziemlich großes Fass. Terramor Hell. Ah, da vorne wieder. Alles klar. Was mir gerade wieder einfällt, ich vergesse das immer. Wir haben doch hier irgendwo den Shopper. Da sind wir doch etwas schneller unterwegs. Da bekommt Franklin mal wieder etwas zu tun. Ja, habe ich mir auch in die Leiste gemacht. Wunderbar. 2 von 5. Und da liegt schon das nächste. Wunderbar. Da vorne scheint ein Lager zu sein. Steht da vielleicht jemand? Also eine Quest wird mir da nicht angezeigt. Vielleicht werden wir da noch später hingeschickt. Hier im Eisklammtal kenne ich mich nicht besonders gut aus. Die Quests wurden ja hier mit Cutter auch neu gemacht. Und seitdem habe ich die vielleicht ein einziges Mal gemacht, einfach aus Neugierde. Beide Quests fertig, wunderbar. Ich denke, wenn wir die beiden Quests jetzt abgeben in Ambossa, werden wir auch Stufe 3 erreicht haben und dann können wir noch die Jägerquest machen. Eisklamm, da geht es schon rüber nach Dunmorok. Also, es ist ja alles Dunmorok, aber in das andere Gebiet, sage ich mal. Weißbarts Lager haben wir hier noch und da drüben sind noch 2 Hütten und eine Höhle. Bin ich mal gespannt, was uns da noch so erwarten wird. Oh, armer kleiner Klippeneber. Ich hoffe, die müssen wir nicht auch noch umbringen. Was kann ich heute für euch tun? Wunderbar. Schaut euch dieses hier an. Das muss mehr als 200 Jahre alt sein. Jetzt aber zu anderen Dingen. Okay. Ja, wenn ihr euch wundert, das ist mein Bug. Das hatte ich euch in meinen anderen Startgebieten der Allianz auch schon immer erklärt. Ich weiß nicht, warum ich da angezeigt bekomme, dass ich 50 Quests erledigt habe. Ich weiß aber, dass einige andere Spieler diesen Bug auch haben. Ich hatte da auch mal ein Ticket geschrieben, aber... Scheint wohl nicht so wichtig zu sein, den Fehler zu beheben. Es stört mich jetzt auch nicht so sehr. Ich twinke normalerweise auch nicht. Oder nur ganz, ganz selten. Von daher. Nur nicht, dass ihr euch wundert oder denkt, ich wäre hier am Cheaten oder so. Schmiedet das Eisen, solange es noch heiß ist.
Das Dorf der Trocks im Südwesten wurde fast ebenso sehr beschädigt wie unseres. Nun sollte man logischerweise annehmen, dass da auch einige Trock-Artefakte aus dem Boden ragen. Leider scheinen Trock-Plünderer die meisten Artefakte bereits aufgesammelt zu haben. Oh, ich wusste gar nicht, dass Trocks da so viel Wert drauf legen. Bitte schaut, ob ihr eine Möglichkeit findet, sie zurückzuholen. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber Wissen über die Trocks könnte schließlich dazu führen, dass man noch mehr Wissen über die mächtigen Zwerge erlangt. Okay, da bekomme ich eine neue Jacke. 5 Artefakte finden. Fahrt mit euch! Wieder der Lo, den finde ich ja klasse. Dass dem nicht kalt ist hier in Dunmorok. Wobei, hat ja einen dicken Pelz und eine Mütze. Und die Bierfässchen auf dem Rücken. Ach, ich liebe die Fandaren einfach. Ach ja, die können wir ja noch gar nicht abgeben. Wo müssen wir denn? Ah, bei Jona. Wie geht's? Das Bier, Süße, das Bier. Jona nimmt einen tiefen Zug von dem Gnomenbräu. Ah, das hat gut getan. Jetzt können wir endlich ordentlich arbeiten. Und Stufe 3 erreicht. Was haben wir denn erhalten? Zuverlässiger Schuss. Ein zuverlässiger Schuss, der 11 körperlichen Schaden verursacht und 14 Fokus erzeugt. Mhm. Kann aus der Bewegung heraus eingesetzt werden. Dann wäre es ja eigentlich besser, den zuerst zu schießen und dann den. Jetzt habe ich die Leiste festgelegt. Na egal, das merke ich mir. Das ganze andere Zeug. Wenn wir hier eine ganze Weile die Schotten dicht machen, werden wir etwas zu futtern brauchen und Decken, um die Kleinen warm zu halten. Würde es euch etwas ausmachen, hinauszugehen und ein paar Vorräte zu besorgen? Ihr werdet feststellen, dass einige der kleinen Eber ein paar Keulen von stattlicher Größe haben. Ach nö. Ich habe es ja schon befürchtet, dass wir die Schweinchen umbringen müssen. Perfekt zum Essen. Dann brauchen wir noch Felle von jungen Wölfen. Ihr findet fast überall in Eisklamm solches Wild. 3 Schenkel und 4 Bälge. Bleibt sauber. Okay. Quest ist Quest. Da müssen wir durch. Moment, wo muss ich denn raus? Hier. Das bekomme auch nur ich hin, mich in so einem kleinen Zwergenbunker zu verlaufen. Was sollten wir hier nochmal üben? Zuverlässiger Schuss? Ja. 5-mal. Da war die Trainingsattrappe schon hinüber. Ah, das ist, glaube ich, das kleine Schneejunges, was er vorhin gezähmt hat, der Zwergenkollege. Hier ist überhaupt recht viel los heute. Es freut mich. Und jeder hat ein Haustier dabei. Sehr schön. Wenn ich andere Spieler sehe, die ihre Haustiere draußen haben, sind sie mir gleich sympathisch. Was kann ich für euch tun? Ah, das Leben eines Jägers. Nun, da ihr einen neuen Jägertrick im Ärmel habt, geht da raus und erledigt ein paar Bestien. Seid auf Machen der wir. Das war's dann wahrscheinlich auch von dem Guten. Schön, euch ja, zu sehen. Was kann ich für euch tun? Ja, leider nichts mehr. Das ist auch eine Sache, wo ich sehr schade finde. Früher gab es ja zumindest für einige Klassen Klassenquestreihen. Und man musste ja immer zum Lehrer gehen, sich was Neues beibringen lassen. Das fand ich eigentlich ganz schön. Klar, manchmal hat es auch genervt, wenn man gerade mitten in einem Questgebiet gut beschäftigt war und dann, ach Mist, Level up, ich muss wieder in die Hauptstadt zum Lehrer. Aber ich fand das eigentlich schöner. Ist realistischer. Aber seit einigen Jahren lernt man die Zauber und alles ja automatisch. Naja, was soll man machen? Lässt sich nicht mehr ändern. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Was sollen wir hier? Ah, die Trocks. Sind das die Kleinen? Ja, die Großen. Die hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge schon. Für eine Quest erledigen müssen. Ach du meine Güte, fliegen die schnell. Die sind Stufe 2. Ich habe kein Ziel. Ja, da kamen wir etwas spät. Sowas. Da möchte ich gar nicht wissen, wie schnell die dann mit Account gebundener Rüstung liegen. Da muss man die wahrscheinlich nur anblinzeln. Der hatte jetzt mal keins gehabt.
Ah, dich nehmen wir noch mit. Strauchdieb. Aber mich verwundert es wirklich, dass die Trox anscheinend Interesse an Artefakten haben. Mir kamen die immer, naja, nicht so klug vor, dass die so an Wissenschaft und Geschichte interessiert wären. Hätte ich nicht gedacht. Aber vielleicht hat es für die auch andere Gründe, wer weiß. Okay, schon fertig. Ja, die armen Quieker jetzt noch. Und Wölfe habe ich noch gar keine gesehen. Aber es wurde ja gesagt, dass sie hier auch rumlaufen. Dann werden wir die auch noch finden. Hatte der wenigstens ein Schenkelchen? Nee. Oh. Auch nicht. Aber das sind schon die richtigen, oder? Ja. Ich habe kein Ziel. Ja, endlich. Bin ich mir nicht sicher. Das ist ja ein Riesengebiet hier. Aber ich habe immer noch keinen Wolf gesehen. Da drüben ist schon ein neues Lager. Da werden wir bestimmt noch hingeschickt. Bin ich da jetzt schon zu weit? Ah, nee, da drüben. Schaut mal, da sind die Wölfe. Och, die sind aber klein. Nur noch Babywölfe. Hm? Ah, da ist auch die kleine andere Spielerin, die kleine Zwergin, eine Schamanin. Ja, in meinem Gnome-Let's Play. Beziehungsweise Startgebiet, hatte ich ja auch ganz lange eine Zwergenschamanin an meiner Seite, die zufällig auch immer dieselben Quests gemacht hat. Ich muss sagen, am Anfang war ich doch ein wenig kritisch, was die neuen Rassen-Klassen-Kombinationen anbetrifft. Also mittlerweile sind die ja auch nicht mehr neu. Aber ich muss sagen, Zwergschamane passt eigentlich ganz gut. Was ich immer noch affig finde, Tauren-Paladin. Die gibt es doch, oder? Ich habe es schon wieder verdrängt. Das finde ich richtig albern. Aber Zwergschamane passt ganz gut. Zumindest mal für den Clan der Wildhämmer. Da passt das gut. Oh, da hinten sind Trolle. Trollwelpe der Frostmähen. Da werden wir bestimmt auch noch hingeschickt. Wölfe haben wir ja jetzt alle. Noch zwei Wildschweinschenkelchen. Oh, da kann man verkaufen. Welch Freude, euch zu sehen. Da könnte ich mir sogar eine Tasche kaufen, aber brauchen wir ja jetzt nicht. Okay. Bis später, Felix. Ich glaube, für Felix müssen wir noch später einen Eimer oder so Werkzeuge suchen. Ich erinnere mich da ganz dunkel an eine Quest. Ah, da sind die Quieker. Hat der Jägerbegleiter eigentlich immer dieselbe Stufe wie der Spieler? Passt das sich automatisch an? Da ich bin ja überhaupt kein Jägerexperte. Das ist irgendwie eine Klasse, mit der ich bisher nie so warm geworden bin, komischerweise. Wahrscheinlich ist die mir nicht magisch genug. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil ich ja Begleiterklassen sehr liebe. Deswegen weiß ich gar nicht. Magni ist Stufe 3, ich bin Stufe 3, aber ich weiß gar nicht, ob der jetzt mit mir aufgestiegen ist. Vielleicht schaut ja ein Jäger zu, der mir die Frage beantworten kann. Das wäre sehr lieb. Würde mich nämlich doch sehr interessieren. Gerade auch, wenn man dann mal ein neues Tier zähmen möchte. Hat das dann direkt die Stufe, die der Spieler auch hat? Oder muss man das dann noch leveln? Ah, Moment mal. Magni Stufe 4, der ist jetzt mit mir aufgestiegen. Dann hat sie es wohl schon erledigt. Okay. Dann leveln die wohl automatisch mit einem. War das nicht früher auch mal anders, dass man die Tiere da erstmal dann leveln musste, wenn man sich eins gezähmt hatte? Ich bin unsicher, denn als ich das letzte Mal, ich sag mal, ein wenig intensiver einen Jäger gespielt habe, das war noch zu der Zeit, wo man die Tiere füttern musste, also die Begleiterpets. Da gab es dann verschiedene Vorlieben, manche haben nur Fleisch gefressen. Und andere, glaube ich, gar kein Fleisch, sondern nur so vegetarisches Futter. Aber das ist alles schon so lange her, kann ich mich kaum noch dran erinnern. Und wie gesagt, mein größter Jäger war ca. Stufe 25, nicht weiter erwähnenswert.
Aber ich muss sagen, jetzt so, fürs Let's Play macht's mir schon Spaß. Schön, euch zu sehen. Die Leute werden schon unruhig. Habt ihr die Vorräte schon? Ja, ja, wir haben alles dabei, keine Sorge. Noch jemand mit einem Haustier? Oder ist das der gleiche? Freut mich auf jeden Fall. Das muss fürs Erste reichen. Wir haben eine Menge Mäuler zu stopfen, aber wir müssen mit dem hinkommen, was wir haben. Mit ein bisschen Glück schickt uns König Bronzebart in Eisenschmiede ja bald Hilfe. Ja, das hoffe ich doch. Bleibt auf dem Boden. Lust auf ein Glas? Habt ihr den Drucks einige Artefakte entreißen können? Ja. Oh, nun schaut euch das an. Eine Axtklinge, einige Pfeilspitzen und eine Art einfacher Löffel. Das ist in der Tat faszinierend. Noch einmal vielen Dank für eure Hilfe, Yvain. Ich werde viel mit meinen Studien zu tun haben, wenn Joren uns hier abriegelt. Bleib sauber. Okay, da drüben sehe ich eine Folgequest, sehr gut. Ich hatte eben schon Sorge, dass uns die Quests schon ausgehen, aber nein, nein, da geht's noch weiter. Was geht euch durch den Kopf? Weißbart braucht euch. Ihr habt uns hier einen großen Dienst erwiesen, doch befürchte ich, dass wir euch weiterschicken müssen. Ein guter Freund von mir, Krelin Weißbart, hat mich wissen lassen, dass er ein wenig Verstärkung gebrauchen könnte. Ihr findet ihn in der Nähe der Trolllager in Richtung Südwesten. Folgt der Straße in Richtung Westen, dann solltet ihr ihm früher oder später begegnen. Das ist doch das Lager, wo auch Felix ist, da waren wir eben schon mal. Alles Gute, Yvain. Trocks mögen vielleicht eine Plage sein, aber Trolle sind nicht zu unterschätzen. Seid auf der Hut. Werde ich sein, vielen Dank. Und euch alles Gute hier. War ja keine andere Quest mehr. Oh, ein Hexenmeister. Ist ja mit Markia zusammen meine Lieblingsklasse. Schamane mag ich auch sehr. Aber mein Hauptcharakter ist ein Magier und mein, ja, ich sag immer, zweiter Hauptcharakter ist ein Hexenmeister. So, hier drüben ist das. Würde ich sagen, da reisen wir noch hin. Aber dort die Quest starten, werden wir dann in der nächsten Folge. Ah, ich glaube, die questen zusammen, die beiden. Süß, die kleinen Möppels. So, da drüben ist der gute Weißbart. Dann würde ich sagen, starten wir hier in der nächsten Folge in diesem Lager. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht's gut!